Von daher machen wir noch eine Ebene. Die nennen wir dann halt Hintergrund. Wir können das auch gerne hier umbenennen, unsere Kästchen hier. Nennen wir die mal einfach Rand links. Und das hier Rand rechts. So, dann wissen wir auch schon, was das ist. So, und im Hintergrund geben wir auch einen Farbfiller raus. Und zwar ist es hier beim Füllwerkzeug, einmal Rechtsklick machen und dann auf Verlaufswerkzeug. So. Und zwar machen wir erstmal, ja, klicken wir hier rauf und wählen dann hier, ja, das Schwarz kann hier bleiben, ganz schwarz, und hier beim Weißen können wir jetzt mal Blau wählen, wenn wir wollen. Ich wähle jetzt von daher mal ein bisschen lila, so dunkles Lila, so dass es nicht so ganz auffällt. Ups. Na komm. Dunkles Lila. Ja, das ist schon ein bisschen dunkel. Damit können wir leben. Und können das hier noch ein bisschen nach links verschieben. Position so, dass wir es noch ein bisschen hier ein bisschen einnehmen. Und hier können wir in der Mitte eigentlich so ein Weiß machen, aber das gefällt mir in dem Fall nicht. Deswegen lösche ich das jetzt hier. Und ich könnte es wieder hier kopieren. 2E, 2231. Und hier einfach 000 schreiben. Ja, da klicken wir auf OK. Dann ja, ziehen wir einfach unser Farbverlauf. Sagen wir jetzt von hier. Ups, das ist sogar falsch. Steuerung und Z, dann ist wieder rückgängig. Also von unten nach oben. Das war so. Ja. Und was wir noch machen können, ist, wir machen noch eine neue Ebene. Die nennen wir einfach mal Spotlight. So, jetzt wählen wir das da aus, dieses Runde, und wählen hier bei Farbverlauf wieder. Hier kann es schwarz bleiben und hier weiß, also perfekt. Nur ziehen wir das hier so. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch. Ja, das ist falsch. Wir machen das hier weiß und das andere, also das rechte, schwarz. So, und jetzt ziehen wir einfach von hier, von der Mitte so, drücken wir wieder Shift gedrückt und einmal nach rechts. So. Zwar ist unser lila Hintergrund verschwunden, das können wir mal schnell ändern. Wir klicken auf das Spotlight und also auf die Ebene Spotlight und klicken auf aufs Ebene-Modus und klicken dann halt auf negativ multiplizieren. So, und ihr seht, wir haben hier so einen Schein. Sieht nice aus, aber ist für mich noch ein bisschen zu stark, deswegen mache ich das auf 50%. Können das auch natürlich noch niedriger machen, auf 25, und ja, 25 ist okay, ich lasse auf 25. Und ja, jetzt hätten wir noch hier unseren Rand, duplizieren unser Rand, gehen zur untere, zur Originalebene Rand. Wie nennen die dann mal einfach Randkontur. Kontur R für rechts. Dann machen wir einfach Kopie weg. Und hier machen wir das gleiche. Kopie weg machen. Und hier Kontur. Ran Kontur L. So. Jetzt machen wir Verlaufsüberlagerung weg. Klingen auf Farbüberlagerung.
wählen halt so eine Farbe aus, jetzt in dem Fall auch rot, automatisch ausgewählt. Und wenn wir dann ein bisschen nah ranzoomen, sehen wir hier so ein kleiner Strich, und das macht dann halt auch so einen Effekt. Wenn wir dann auf Randkontur L für links klicken und dann wieder mit Pfeiltaste nach links drücken, dann sehen wir, kommt schon so ein kleiner Effekt. Ja, ich lasse es so. Das sieht perfekt aus. Und wir können es natürlich beliebig groß machen, wie wir wollen. Aber ich lasse es in dem Fall so. Ja, so anpassen, wie wir wollen. So. Und dann klicken wir wieder auf Ebene, Stil kopieren. Ich kann es auch gerne auf weiß machen, kein Problem. Hier, wenn wir es dann auf weiß machen, sieht das dann auch nicht schlecht aus. Dann sehen wir, hier haben so ein kleines weißen Rand, wenn wir dann so machen. Sieht auch nice aus. Gehen wieder auf Farbüberlagerung. Wir können auch so ein kleines Grau auswählen. Sieht alles nice aus. Ich wähle dann in dem Fall, vielleicht mal so ein Weiß auswählen. Ja, ich wähle mal so ein Weiß aus. Klicke dann auf Ebene, Stil, kopieren. Und füge das beim Anhang auch ein. So. Klicke auch dann Randkontur R. Und wieder mit Pfeiltaste nach rechts. Wieder nach rechts. So anpassen wie das andere. So. Und dann, ja, dann wären wir im Prinzip eigentlich schon fertig. Ja. Was wir aber noch gerne machen können, ist links Datei platzieren. Ja, das werde ich. Ich werde den Kanal jetzt mal euch, also ich werde das euch mal geben, den Link. Das ist jetzt die Vorlage. Und ja, was wir noch machen können, ist eine Textur einfügen. Und zwar mache ich da mal erstmal auf Pause. So, ich habe da meine Texturen rausgesucht. Ich habe da jetzt so ein Grunge-Textur ausgewählt. Ich verlinke das nochmal auch in der Beschreibung, die Textur. Klicke dann drauf. Jetzt sehen wir, es geht darüber. Ist natürlich doof. Was wir als erstes machen, wir ziehen das auf jeden Fall erstmal links in die Ecke. Und größern das dann einfach über das Bildschirm. Ich mache jetzt nicht über das Ganze, sondern hier durch die, so ungefähr in die Hälfte. So, klicke wieder auf das Verschieben-Werkzeug aus und dann wieder auf Platzieren. Dann gehen wir mit der Textur ganz nach unten. Nicht ganz nach unten, aber nach unten auf jeden Fall. So. Unter den Spotlight. Und ja, was wir machen ist, wir klicken auf die auf unsere Textur, auf Ebene-Modus, dann auf auf ineinander kopieren, und da sehen wir haben schon mal so einen Effekt. Wir sehen jetzt unten, wir haben jetzt so ein blödes Rand. Was wir machen, wir nehmen unser Radierwerkzeug aus, Radiergummiwerkzeug, klicken einmal drauf, dann auf OK und dann radieren wir das einfach alles hier weg, was halt doof aussieht. Ja, das könnten wir dann im Prinzip so lassen. Am besten wir radieren noch am Rand hier, dann sieht das auch schon gut aus. Ja, ich habe ein bisschen zu viel radiert, aber macht der nichts. Haben wir jetzt einen leichten Effekt. Und könnt halt noch mehr Texturen drauf machen, dann sieht das auch schon gut aus.
Ich kann es jetzt auch duplizieren. Und ja, kann auch, ich lasse es einmal so. Was wir dann noch machen können. Oh, ich sehe gerade, dass es viel zu viel verschoben wurde. Das ist links. Da habe ich einen Fehler gemacht, das müsste ich jetzt nicht machen. So, so. Ja, so passt es. Und ja, was wir jetzt machen können, wir gehen ganz nach oben und klicken unsere ganz, also unsere, nicht jetzt die Ebene, sondern einen nach unten aus, und also unter unsere Content aus. Bei mir ist es Rand rechts. Und ja, wählen unser Textwerkzeug aus. Schreiben unser hin, was, also ich schreibe hin, was wir wollen. Ich schreibe jetzt mal einfach Frogs Tutorials. Steuerung T. So. Anwenden. Ich vergrößere das halt. Und ja, da man das nicht sehen kann, gebe ich das so eine hellere Farbe. Ja, ich mache ein bisschen Grau noch dazu. Das passt dann halt. So. Steuerung J. Machen das auch auf eine andere Ebene, also auf die linke Seite. Und machen wieder Steuerung T. Drehen das um mit Steuerung T. Und dann auf passen wir das so an. Können das auch mit den Pfeiltasten machen so. Und dann wieder auf verschiedene Werkzeuge, dann wieder anwenden. Können natürlich hier unten auch was schreiben, aber das ist ganz euch überlassen. So. Das war's aus dem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt's verstanden, auch wenn ich voll viele Fehler im Tutorial gemacht habe. Ja. Bei Fragen könnt ihr mir gerne ein PN senden oder einfach einen Kommentar. Ja, am besten einen Kommentar schreiben. Und ja, bis zum nächsten Tutorial.